Bonjour! Hallo! Bonjour! Guckt einmal draußen, ist das heute nicht ein herrliches Wetter hier? Ja, da guck mal da hinten, die Kinder, sie schmeißen mit Schneebällen herum. Das haben wir damals auch gemacht. Da haben wir noch nicht mit Schneebällen geworfen. Ja, ja. Herr Bals, Vorgänger hat gesagt, mit Schneebällen gegen die Schule werfen ist Ah, oh la la, Mario, du musst aufpassen, Herr Vorkamp, der ist ein kleiner Spaßvogel. Boah, hallo, Les Excessis, ihr solltet zu Hause eine Zusammenfassung schreiben, und zwar, lass mich schauen, von La Rue d'Aguerre. Kassen, bitte. Anna, bitte vorlesen. Wenn es sein muss, werde ich an gegebener Stelle ergänzen. La Rue Kasse. La Rue. Okay, La Rue d'Aguerre. La Garçon. Kasse. Le Garçon. Ja, le. Dis le. Le Garçon. Ja, bon, allo, ja, ja. oui, Le Garçon fait la démonstration. Nein, Kasse, es ist Demonstration. Ich glaube, an dieser Stelle brechen wir es ab. Danke, Carsten. Und Jungs, das wollen wir ja schlecht hier. Und es liest bitte unser Freund Sebastian Krause. Ah, da haben wir das erste Opfer, Sebastian. Willkommen im Club. Bienvenue im Club. Da bist du dabei. Ab und alle hören, ja? Nein, nein. Heute haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder du schreibst ab die Seiten zum 97 bis zum 99 oder, ich betone, oder du putzt die Felgen von meinem CLK von Mercedes, aber du nicht. Es wird also so sein, dass ich hier in mein Büchlein für dich eine 6 eintrage. Ja, bitte? Ja, ich habe eben gesehen, wie zwei Schüler mit ihrem Schlüssel den Lack von ihrem Mercedes aufmachen wollen. Na und? Das ist gar kein Problem. Das kann ich euch so erklären, wisst ihr, das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Mein Mercedes, er verfügt über eine fünffache Wegfahrsperre und darüber hinaus, wer sich dem Mercedes nähert, der bekommt einen Stromschlag verpasst. Da habe ich gar kein Problem mit. Die französische Polizei, die Gendarmerie, sie wird alarmiert. Und wenn es trotzdem einer schaffen sollte, in den Mercedes zu dringen, ja, dann wird er benebelt mit Tränengas. Sonst noch Fragen heute? Merci beaucoup.